Das hier ist Marble Race, das hier ist die Fußball-Bundesliga und wir fügen die beiden heute, Dinge heute zusammen. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 2. Die ersten vier Teams mit drei Toren kommen weiter. Marble Race Bundesliga, here we go, Männer. Let's go, ich hab Bock und wir gehen rein ins erste Match. Bremen, Bochum, Heidenheim, Augsburg, Union und RB Leipzig. Ja, lauter kleine Vereine und Traditionsvereine. Und RB Leipzig hier. Imposter, ja, und Heidenheim knibbelt den ersten rein. Der Aufsteiger, wer schießt zuerst drei Tore? Vier Mannschaften, zwei scheiden direkt aus, Leipzig haut einen rein, Heidenheim hat hier die nächste Chance. Wir sind gespannt, jetzt kommen noch die Bremer. Drei Mannschaften haben jetzt schon ein Tor erzielt, die Unioner müssten da auch noch mit. Oh, ja, ja, Augsburg wird knapp denied, schade, schade, scharade, schade, Marmelade, sag ich da nur. Bochum, Bochum schnibbelt einen rein, oh mein Gott, jetzt sind es nur Union und Augsburg und Union macht auch einen. Es ist so ausgeglichen. Es wird ein harter Kampf, aber die Bundesliga ist hart umkämpft und erst recht, wenn es ums Marble Race geht, Digga. Ja, das lieben wir, Freunde. Come on, Marble Race Bundesliga. Wer macht hier das erste Duell? Leipzig sieht gut aus, die Kugel, aber der Keeper mit einer Glanzparade. Da hat er die Handschuhe an und boxt den einfach weg. Bremen springt drüber. Jetzt aber Union, die boxen da Union rein. Die Union boxt Leipzig rein. Und Leipzig kann das, hat jetzt das zweite, denen fehlt nur noch ein Tor. Und sie haben sich hier schon für die nächste Runde qualifiziert. Zwei Mannschaften scheiden hier einfach aus. Das ist natürlich auch immer das, was man bedenken muss. Werder Bremen! Hui, die haben eine Ansage. Und auch Bochum macht das zweite Tor. Augsburg jetzt die einzige Mannschaft, die noch immer kein Tor hat. Oh, Heidenheim wird knapp denied. Bochum, Bochum geht durch. Bochum mit drei. Der Aufsteiger aus vor zwei Jahren und der Abstiegskandidat, immer, immer Top-Abstiegskandidat, geht hier weiter. Ebenso Werder Bremen. Und Augsburg hat noch immer kein Tor, Bruder. Ha, was ist mit den Fuggerstädtern los? Was ist los mit denen? Aber auch Leipzig-Latte trifft das dritte Tor nicht. Das könnte sie noch teuer zu stehen kommen, wenn da wirklich zum Schluss dann doch jetzt irgendwie Heidenheim sich entscheidet, das zweite Tor rein zu mosern. Knapp nicht. Oder Union Berlin natürlich. Aber Heidenheim, ah, das gibt's nicht. Aber wo ist die Leipzig-Kugel? Die hängt hier oben noch fest. Aber das Ding ist halt jetzt vielleicht für Augsburg. Können die ja das Ding vielleicht noch drehen? Sie haben jetzt das erste Tor. Leipzig ist jetzt auch durch gleich. Ja, die Leipzig-Kugel ist im Tor. Und es fehlt die Entscheidung zwischen Union, Heidenheim und Augsburg. Und da ist Augsburg mit einem Tor wieder vorne dabei. Ja, ja, okay. Und dann trifft Union das zweite. Die haben hier die besten Karten, die Hauptstädter. Natürlich, die Köpenicker. Da sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der könnte reingehen. Nee, wird geblockt. Wird geblockt. Oh, das ist so intensiv. Die erste Runde hier ist schon intensiv. Aber da kommen natürlich die Top-Mannschaften. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, FC Bayern München. Die kommen ja alle noch. Das wird ein Fest, Freunde. Also, bis zum Ende dranbleiben, um hier nichts beim Marble Race in der Bundesliga zu verpassen. Heidenheim macht's nicht. Jetzt die Union-Kugel, die sieht gut aus. Die sieht gut aus, jawollek, Union Berlin. Heidenheim zwar gut gestartet mit dem ersten Tor, aber trotzdem jetzt leider ausgeschieden. Werder, Bochum, Union und Leipzig sind weiter. Aber wir gehen schon in die zweite Runde. Und da ist mit Bayern, oh mein Gott, Bayern, Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart und Darmstadt. Ganz ehrlich, bis auf Darmstadt sind das alles wirkliche Top-Teams, zumindest Stuttgart, so wie sie sich dieses Jahr bisher präsentieren. Aber die Bayern, natürlich der haushohe Favorit hier. Aber vielleicht im Marble Race könnten sie auch ausscheiden. Wer weiß das schon? Da muss man sich erstmal wieder beweisen. Es ist alles auf Null gestellt. Aber die Bayern, oh, wieder gute Chance von den Münchnern. Aber der Keeper ist zur Stelle. Darmstadt wird geblockt. Das wäre es natürlich, wenn meine Darmstädter Jungs da jetzt einen raushauen würden. Aber die Bayern werden von Leverkusen reingeschnibbelt. Ja, der klassische Bayern-Dusel kickt halt einfach legit auch im Marble Race. Das muss man erstmal realisieren. Jetzt vielleicht Leverkusen. Nee, es sind die Stuttgarter. Es sind die Stuttgarter und die Münchner, die das zweite treffen. Oh, Frankfurt, Powershot. Holla, die Waldfee zieht den ordentlich durch. Aber auch sehr gut gemacht. Und Stuttgart auch das zweite. Stuttgart und Bayern sind hier die Könige bislang. Aber jetzt vielleicht Leverkusen? Nee. Oh, der sieht wieder frech aus von Frankfurt. Die haben alle schon zwei Tore, aber es kommt noch eine vierte Mannschaft weiter mit drei Treffern. Darmstadt trifft das erste Mal. Leverkusen, was ist los in der Bundesliga? So in Form, aber im Marble Race haben sie Pech, Latte. Oh, der Ball, ah, gut, aber der wird nicht rausspringen. Der wird nicht rausspringen, die Gladbacher machen das erste Tor. Aber die Leverkusen-Kugel ist noch nicht drin und Darmstadt springt sogar noch vorbei. Bruder, legit, die springt wieder raus. Die springt wieder raus. Okay, Darmstadt haut sie rein, aber Darmstadt ist durch mit zwei Treffern jetzt. Schnell hintereinander. Und die sind hier besser als die Bayern. Also, ja, im Real Life ging das ja jetzt ein bisschen anders aus, aber 0-8, aber gut. Ist ein anderes Thema. Ist ein ganz anderer Hase, den wir hier aufbuttern müssen. Aber jetzt geht's einfach mal darum, dass die Eintracht aus Frankfurt ist weiter. Hallo, Bayern, wird das vielleicht sogar nochmal eng hier? Wird das nochmal eng, aber Gladbach und Leverkusen hinken halt immer noch ein Tor hinterher. Also sie haben hier noch Spielraum.
Aber wenn Stuttgart trifft, ist auch für Bayern ja Alarmstufe rot, denn es kommen nur 4 Mannschaften weiter. Sie müssen schön langsam das Tor machen. Gladbach sieht gut aus, sieht sehr, sehr gut aus. Macht das zweite Tor und auch Leverkusen. Oh mein Gott. Guckt euch die Tabelle jetzt an. 2-2, 2-2. Der nächste Treffer. 2 Mannschaften können noch ein Tor schießen. Die beiden Mannschaften kommen weiter. Und Bayern ist ganz weit hinten. Stuttgart trifft. Oh mein Gott. Es ist ein Finale zwischen Leverkusen, Gladbach und dem FC Bayern hier. Und die Bayern duseln sich durch. Es ist halt wirklich Bayern-like, sich da irgendwie noch durchzumosern. Auch wenn du schlecht spielst. Darmstadt, Stuttgart, Frankfurt und der FC Bayern aus München natürlich. Und dann haben wir hier die Gruppe mit Hoffenheim, Dortmund, Köln, Mainz, Freiburg und dem VfL Wolfsburg. Die Dortmunder, vielleicht können sie im Marble Race der Bundesligameister werden. Das wäre natürlich eine extrem geile Sache für die Dortmunder. Für mich als Schalke-Fan dann eher weniger. Aber um mich soll es nicht gehen, es geht hier um die Murmeln und die Bundesliga. Die Murmel-Bundesliga. Murmel-Bundesliga hört sich auch geil an. Marble Race-Bundesliga. Come on, wer macht's? Freiburg? Ne, die auch nicht. Dortmund kugelt die, chillt da vorne ganz, ganz gemütlich. Einfach mal auf Lock. Aber mit Mainz? Ne, Mainz. Oh, Mainz wird vom Torwart geblockt, aber geht auch rein. Mainz mit 2 Treffern und die Dortmunder haben auch ihr Türchen erzielt. Jetzt die Köln-Kugel vielleicht. Wird geblockt, aber Hoffenheim. Hoffenheim haut den ersten rein. Wolfsburg und Freiburg brauchen jetzt noch ein Tor. Damit die auch noch in der Verlosung sind. Wird knapp geblockt hier. Dortmund mit dem 2. Jawohl, Dortmund, das sieht sehr, sehr gut aus. Der nächste Favorit könnte sich hier auch durchsetzen im Marble Race. Aber was macht der Keeper? Guckt euch den Keeper mal an. Also der ist eine absolute Maschine, aber jetzt lässt er einen von Dortmund durch. Aber das verstehe ich, denn Dortmund, die sind schwarz-gelb, genauso wie der Hypersmile, mein erster eigener Torwart-Handschuh. Der würde dem Torwart natürlich auch gut stehen, wenn er da immer auf und ab fährt. Link ist unten in der Beschreibung für alle, die interessiert sind. Gerne auschecken. Jetzt aber die Entscheidung. Hoffenheim auch mit dem 2. Wer knipst die Tore hier noch? Mainz. Die sieht gut aus, die Kugel. Die sieht gut aus, wird abgeblockt. Ja, Mainz, nicht ausruhen auf den 2 Toren, die ihr schon habt. Ihr müsst da das Ding auch dann zumachen. Am Ende, da kackt die Ente. Ja, sagt man, glaube ich, immer so. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass man das so sagt. Jawohl, da hat, glaube ich, Frank Buschmann sogar ein Buch geschrieben, das so heißt. Komm, wer macht's? Es ist sehr ruhig gerade. Es ist zu ruhig. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wolfsburg wird abgeblockt. Köln. Köln, jawohl. Köln macht's. Köln macht's und Hoffenheim. Oh mein Gott, das ist jetzt. Die drei Mannschaften haben hier 2 Tore, sind komfortabel. Aber Wolfsburg könnte mit einem Tor hier alles ändern. Geht aber knapp drüber. Und Freiburg, ja, Christian Streich wird gar nicht zufrieden sein. Die laufen hier einfach nur so oben noch hier komplett gemütlich rum, aber da passiert halt nichts. Hoffenheim macht's, 3. Tor. Auch die Kölner haben das 3. drin. Jetzt Hoffenheim mit dem 1. Aber ist das zu spät oder geht hier nochmal was? Mainz darf einfach nicht treffen. Das ist die Prämisse hier. Mainz darf nicht treffen. Das wäre ganz schlecht für die anderen Teams. Aber jetzt Freiburg mit dem 2. Tor. Hallo, die Jungs von Christian Streich sind aufgewacht. Und auf einmal sind die hier vor Mainz. Die duellieren sich. Die duellieren sich. Und Mainz verkackt. Nee, Mainz. Okay, Mainz verkackt es doch nicht. Mainz, die sieht gut aus. Die Kugel geht knapp drüber. Wolfsburg mit dem 2. Jetzt ist es open. Das nächste Tor entscheidet. Und Freiburg bekommt die erste Kugel durch. Bekommt die erste Kugel durch. Aber die von. Oh, die hat mehr Dampf. Aber jetzt ist es Freiburg. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? War das intensiv? Die Wolfsburg-Kugel war schneller, aber wurde halt blockiert vom Keeper. Mit dem Hypersmile natürlich. Und das, oh mein Gott, da kommt Freiburg noch durch. Dortmund, Stuttgart, Darmstadt, Köln, Leipzig, Hoffenheim, Union, Freiburg und Frankfurt, Bochum, Werder, Bayern in der Runde 2 in der nächsten Gruppe. Das wird sehr, sehr intensiv und sehr, sehr spannend. Puh, auf wen tippt ihr? Die ersten 2 Teams mit 5 Toren kommen jetzt weiter. Auf wen tippt ihr? Schreibt euren Tipp gerne in die Kommentare, eure Lieblingsmannschaft. Aber jetzt hat jede Mannschaft 2 Kugeln drin. Das ist natürlich auch ganz, ganz Premium. Come on, Dortmund oder Darmstadt. Ich glaube, dass Darmstadt das... Ja, ich glaube, Dortmund, Köln gehen hier... Darmstadt, Köln gehen in dieser Runde durch. Wäre mein Tipp. Aber wer weiß das schon. Let's go. Dortmund und... Nee, Darmstadt. Macht hier vielleicht jemand mal das erste Tor? Jawohl, es ist tatsächlich Darmstadt. Hallo, es sind meine Darmstädter Boys. Hoiaiai, auch Stuttgart und Köln. Dortmund, die einzigen, die noch nicht getroffen haben. Darmstadt mit dem 2. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier richtig Party mit den mehreren Kugeln. Hallo, hallo, hallo. Stuttgart? Nee, schade. Darmstadt, der kommt an die Latte. Aber Köln murmelt einen von unten rein. Dortmund immer noch nicht. Dortmund noch nichts Zählbares auf der Anzeigetafel. Das sieht ganz, ganz weird aus hier mit den anderen Mannschaften, die in einem ganz anderen Segment mitspielen. Jetzt ist der Keeper da zur Stelle. Und nochmal, oh mein Gott, was ist das für ein Powershot? Dortmund, jetzt ist aber einer drin. Hallo, hallo, hallo. Habt ihr das gesehen? Können wir da bitte noch ein Replay kurz bekommen? Der sieht ja, wie die da rumgezischt sind. Das habe ich so noch nie gesehen im Marble Race.
Aber da ist natürlich alles möglich. Stuttgart auch mit dem zweiten, Köln natürlich auch schon. Dortmund hinkt noch einen hinterher, aber jetzt ist alles wieder auf null gestellt. Oder in diesem Fall hier auf 2 gestellt. Hoiaiai. Come on, wer macht's? Darmstadt. Ich hoffe so auf Darmstadt, ehrlich. Ich hoffe so, dass Darmstadt das irgendwie reißt. Die werden so sympathisch. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Darmstadt ist vorne. 3 Tore. Und auch Dortmund macht das dritte. Und auch Stuttgart. Ja, hallo. Hallo. Das wird eng. 3 Mannschaften aktuell vorne. Aber es ist natürlich 1 Tor und alles ist wieder möglich. Darmstadt Latte. Dortmund macht das vierte. Dortmund ist jetzt doch wieder ein Top-Team. Und sie setzen sich vielleicht hier am Ende wieder durch. Stuttgart auch mit dem vierten. Oh je. Stuttgart mit dem fünften. Stuttgart ist durch. Und Darmstadt geht drüber. Borussia Dortmund ist auch durch. Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, Darmstadt und Köln gehen weiter. Und es gingen Stuttgart und Dortmund weiter. Fabi, einfach mich fragen, wenn ihr FIFA-Knowledge oder Fußball-Knowledge oder Marble Race-Knowledge braucht. Egal, Bundesliga, naja. Jetzt haben wir Leipzig, Union Berlin, Freiburg, die vorhin ganz, ganz spät erst gezündet haben und die TSG aus Hoffenheim. Und die machen auch das erste Tor. Jetzt aber, wer macht das zweite? Leipzig. Leipzig bringt sich auch auf die Anzeigetafel. Alter, come on. Was geht? Das nächste Tor für Leipzig, das zweite Tor. Jetzt aber Hoffenheim. Nein. Wo sind die Freiburger und die Unioner? Wo sind sie? Da werden immer geblockt. Ja, die Union, der Union-Approach hier sneaky von unten kommen. Ja, und jetzt funktioniert es auch mal. Und die Hoffenheim-Kurbel wird gerade irgendwie so vom Keeper abgewehrt. Freiburg mit Backspin. Ah, wird abgewehrt. Darmstadt, sage ich. Hoffenheim. Komm, Freiburg. Wer macht's hier? Das ist ein wildes Geplänkel, ein wildes Gewusel. Aber Leipzig macht das dritte. Die sind ja haushoher Favorit in der Gruppe. Ja, guck mal, wie hier die Bälle herumzischen, die Murmeln herumzischen. Lattenpendler, geiles Tor. Bisher das schönste Tor, glaube ich, von Hoffenheim vorhin, dieser Lattenpendler. Leipzig hat aber schon 4, die sind fast durch. Und Freiburg hat schon wieder 0 Punkte bisher. Die kommen einfach nicht auf die Anzeigetafel. Aber vorhin hat das auch erst ganz spät geklappt. Die Frage ist nur, ob es jetzt dieses Mal zu spät ist. Jetzt vielleicht. Jetzt bringen sie sich wirklich drauf. Und 2-mal sogar. Alter, die sind wieder in der Verlosung. Was machen die jedes Mal? Und Leipzig ist noch nicht durch. Die sind noch nicht durch. Die haben erst 4 Treffer. Und erst... Schluss ist erst. Alte Fußballweisheit. Wenn der Schiedsrichter abpfeift. Zack, Hoffenheim macht das dritte. Union Berlin, auch die vielleicht jetzt. Nee. Aber Leipzig bekommt keine Kugel durch. Oh, da sieht eine Kugel, muss da jetzt rein vom Freiburg, geht keine rein. Naja, die vielleicht jetzt noch. Wenn man deren kleinen Schubser gibt. Ja, die ist zu langsam. Nee, jetzt geht sie rein tatsächlich. Und auch Hoffenheim geht rein und auch Union geht rein. Alter Schwede. Und Freiburg macht das vierte. Und jetzt ist wirklich Druck am Kessel für Leipzig. Dass die das hier noch botteln, dass die das noch choken, das gibt's nicht. Dass die das aus der Hand geben, das ist nicht möglich. Ah, Union, fast das vierte auch gemacht. Jetzt aber, Freiburg macht ihn. Freiburg geht tatsächlich, das kannst du niemandem erzählen, dass Freiburg hier tatsächlich durchgeht. Und dann ist es Hoffenheim. Und tatsächlich, RB Leipzig choke diese Führung. Die waren 4 Tore vorne, als Freiburg noch 0 hatte und choken. Hoffenheim und Freiburg gehen weiter. Damit hätte ich niemals gerechnet hier. Alter. Und jetzt glaube ich, Bayern und Frankfurt, komm mal, die beiden mit den roten Logos und Bayern wuselt sich hier irgendwie wieder durch, das spüre ich doch. Ich spür's. Komm, wer ist es? Frankfurt. Wer macht hier den ersten Treffer? Oh, kurz durchatmen. Es ist so intensiv hier auch schon wieder, das zu kommentieren. Ist mir aber eine Riesenfreude für euch, denn Marble Race Bundesliga ist halt der Wettbewerb, der mit Abstand am wichtigsten ist. Das ist einfach so. Mir interessiert die normale Bundesliga. Bochum führt. Bochum führt mit 1-0. Da ist es wenigstens spannend und auch Frankfurt haut den ersten rein. Die Münchner Bayern lassen noch bitten, aber vielleicht ruft Thomas Tuchel auch erst in Halbzeit 2 zum Tanz auf, wie gegen Darmstadt, wo sie dann 8 Tore erzielt haben. Frankfurt mit dem zweiten auf jeden Fall jetzt mal. Komm. Oh, ja, auch Bochum mit dem zweiten. Bochum hat hier was vor. Wird hier jetzt mit der Sneaky-Taktik abgeräumt unten. Aber jetzt, die Bayern, die sieht gut aus. Da sieht eine gut. Da, komm. Da muss eine rein. Geht nicht rein. Bayern macht kein Tor. Okay, Bayern macht ein Tor. Ich halte mich schon wieder zurück. Bayern macht ein Tor. Aber Bochum macht schon das dritte. Aber vielleicht choken die genauso wie Leipzig vorhin. Da ist noch gar nichts entschieden. Das wisst ihr doch, Freunde. Jetzt auch Bremen. Und Bochum macht das vierte. Das sieht aber schon mal gut aus. Frankfurt mit dem dritten. Für Bayern und Bremen brennt hier der Hut. Da sieht es überhaupt nicht gut aus. Bayern aber jetzt mit dem zweiten. Immer wenn ich sage, es läuft nicht für Bayern, machen sie was. Bremen ebenso. Latte von Bochum. Bochum kann es entscheiden. Die brauchen nur einen Ball, der reingeht. Die Kugel muss irgendwie rein von Bochum. Aber sie geht nicht rein.
Komm, wird die noch geblockt? Das wär's doch. Bayern mit dem vierten, by the way. Yeah, jetzt Bochum auch. Aber auch... Und Bayern! Bayern wuselt einen durch. Bayern wuselt einen durch. Bochum und Bayern haben sich qualifiziert. Da war ich eigentlich fast nah dran. Und dann haben wir die letzte Runde, oder die vorletzte Runde, das Halbfinale. Bochum, Freiburg, Dortmund, Bayern, Hoffenheim, Stuttgart. Das gibt's aber im nächsten Video in Teil 2, wenn es wieder heißt Marble Race Bundesliga. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch dieses Marble Race gefallen. Also hier klicken. Und jetzt gleich weiterkommen.